Langeweile ist unheimlich wichtig, das gleich vorab. Aus ihr entwickeln sich gute Ideen und Spiele. Oft werde ich gefragt, was machen denn eure Kinder? Die sind doch zwischen 3 und 22. 6 leben noch bei euch und es sind Jungen und Mädchen. Und dann bekomme ich mit, dass wirklich viel angeboten wird in anderen Familien. Viele Ausflüge, viel mehr als bei uns üblich. Hier gibt es nun kleine Einblicke verschiedenster Aktivitäten für Jung und Alt und haltet bis zum Ende des Videos durch. Es gibt wirklich richtig coole Ideen, auch für Große. Aber zuerst etwas, naja, sagen wir mal, Übliches an Angeboten. Während Corona ist tatsächlich für unsere inzwischen Vierjährige ein kleiner Hefter entstanden, den sie sich einfach nehmen kann und darin etwas arbeiten, während die Geschwister Schule machen. Klar, Vorlagen können auch gekauft werden, aber vielleicht haben sogar ältere Geschwister Lust, etwas für die Jüngeren vorzubereiten. Mit anderen Dingen wie einem Zahlenmemory kann man auch Rechenaufgaben legen. Und vermutlich kennen viele von euch auch noch die guten alten Magnetbuchstaben. Zur Abwechslung folgt nun etwas Bewegtes und ihr könnt gern schnell den Kanal abonnieren, bevor euch vom Zuschauen die Finger wehtun. Und schreibt auch gern in die Kommentare, welche weiteren Themen ihr euch wünscht. Dann verpasst ihr das nächste Video nicht. Es gab also eine Challenge, zu der unser Sohn eingeladen wurde und gleich einmal unsere Mädchen infizierte. Das ist eine wirklich, ja, schmerzhafte Angelegenheit, aber vielleicht muss das für die großen Jungs manchmal so sein. Die Mädchen haben sich in den letzten Jahren immer wieder für Twister begeistert. Auch meine älteste Tochter, die inzwischen schon ausgezogen ist, von ihr ist dieses Spiel noch übrig geblieben. Und da es jetzt keinen Yogakurs mehr gab während Corona, wurde dieser einfach zu Hause abgehalten. Für mich die beste und schwierigste Übung, die Wäsche liegen lassen und entspannen. Vielen Dank an meine beiden Jungs, die sich hier bereit erklärten, mit uns Mein rechter Platz ist leer zu spielen. Das lohnt sich in einer Großfamilie natürlich besonders. Wo sind die? Hallo! Ja, super! Große und Kleine sind auch immer gern dabei, wenn Hunde bekuschelt werden, mit ihnen Lernspiele gemacht werden oder einfach nur trainiert wird, beziehungsweise ja, zu Spaziergängen aufgebrochen wird. Und danach schlafen die Hunde auch gern einfach auf dem Schoß ein. Meine Kinder interessieren sich für allerlei Backwerk und so wurde ein besonderer Kuchen von der 12-Jährigen gebacken. Das dauerte einige Stunden. Und auch gesundes Brot ohne Mehl oder auch ein Gemüseblech von der 10- und 12-Jährigen zubereitet. Mithilfe im Haushalt, etwas für die Gemeinschaft beitragen, sind total wichtige Aktivitäten und gehören für mich unbedingt in dieses Video. Den Tisch decken oder auch einen netten Tischschmuck herstellen, gemeinsames Aufräumen gehören dazu und verbinden ebenso wie ein Spiel. Es kann die Kinder auch unheimlich stolz machen, wenn sie dir einen selbst zubereiteten Kaffee bringen. Bevorzugte Spiele sind bei uns Uno, Phase 10, Skibbo, Memory, Puzzeln oder auch mal das Experimentieren, Bepflanzen des Gartens oder das Herstellen von Lernmaterial. Hier füllen wir einen Handschuh mit Mehl, das wir normalerweise auch sehr gern nutzen, um tolle Knete herzustellen. Backen tun wir mit Weizenmehl gar nicht. Bevor es ein wirklich tolles Bewegungstool, das mein Mann gebaut hat, zu sehen gibt, zeige ich euch noch, dass in kleinen Kindern Künstler stecken, die nähen und auch malen, inzwischen sogar mit Acrylfarbe. Das Zubehör haben sie sich übrigens selbst von ihrem Taschengeld gekauft, was ich auch wichtig finde, denn so ist es ihnen etwas wert und sie haben wirklich gut überlegt, ob sie darauf Lust haben, ob sie das ausprobieren möchten und können die ganze Aktivität nochmal viel besser schätzen. Dieses Klettergerüst oder auch Tonreck, das hört sich für die älteren Kinder vielleicht besser an, bietet allen viele Möglichkeiten. Hier gab es mal wieder eine Einheit der älteren Fraktion, aber auch die jüngeren Kids wurden wieder angelockt.
So, das waren nun einige Einblicke. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat und ihr meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!